Wir spielen jetzt ein bisschen Eternal Darkness und dann Fallout und Resident Evil. Oder Resident Evil und dann Fallout. Die Reihenfolge entscheiden wir spontan. Gucken wir mal. Insofern, ne, nur dass ihr Bescheid wisst. Also morgen leider kein Stream. Dafür heute extra langer Triple Deluxe Stream. Eternal Darkness. Ich mag das Spiel wirklich gerne. Ich finde es wirklich gut. Aber ich muss sagen, die letzten drei Kapitel sind nicht die Stärken des Spiels, leider. Wir sind jetzt in dem Bereich, wo es ein bisschen nachlässt, muss ich sagen. Insgesamt alles cool und so, aber das Spiel startet stärker, finde ich, als es aufhört, auf jeden Fall. Ah. Nam, nam, nam. Wie es mir so geht, eigentlich ganz gut, aber die Woche war super stressig. Es ist erst Dienstagabend, aber die letzten 1,5 Tage waren super stressig. Und das merke ich auch. Die sind aber deswegen so stressig, weil ich mir eben morgen frei nehmen muss. Das heißt, dass ich jetzt quasi einfach 3 Tage in 2 Tagen aufgearbeitet habe, ne? Deswegen, morgen habe ich dafür den Ausgleich. Hä? Verstehe ich nicht. Also, guter Sound, kann ich auf jeden Fall sagen, ist schon, glaube ich, wichtig. Wenn man, also ich bin jetzt nicht der Streaming-Experte, da bin ich wirklich nicht der richtige Ansprechpartner. Hier zu streamen ist quasi mein dritt, viert, fünft Projekt, was weiß ich was. Und da kenne ich mich auch absolut nicht aus. Da bin ich wirklich nicht die richtige Quelle. Aber ich kann es euch auch bei YouTube-Videos sagen, guter Sound und gutes Bild in den ersten paar Sekunden ist natürlich sehr entscheidend, ob die Leute gleich wieder wegklicken, weil sie sagen, was für ein Scheiß, oder ob sie weitergucken. Also da muss man auf jeden Fall schauen, dass man da auch einigermaßen... Und man kriegt schon für 50 Euro absolut gute Mikrofone, die komplett ausreichend sind. Wirklich. Damals vor 6 Jahren oder so waren es 50 Euro. Vielleicht ist es mittlerweile ein bisschen... Aber ich würde sagen, unter 100, da kriegt man echt vernünftige Mikrofone. Ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, das... Genau, das kann man umschalten. Ich mache mal auf Dreifachschuss, oder? So eine kleine Burst-Salbe. Ich muss nur schon wieder genau die Steuerung rausfinden. Alles klar. Los! Action-Part des Spiels beginnt. Es ist weird. Es ist weird. Ein weirder Part hier, aber gut. Was sagst du dazu, dass Resi 5 erstmal kein Remake bekommt, weil man es halt kritisch betrachtet hat, dass man... Ach so, wegen den Rassismusvorwürfen. Ja, ich kann das verstehen. Ich glaube, man kann das gut machen. Man kann das Szenario gut aufarbeiten und so weiter und so fort. Aber ob Capcom das in der Resident Evil-Reihe, die halt eher so ein bisschen wacky und albern und blöd ist, wisst ihr, ob die das gut machen wollen und können, das ist schwierig. Ich kann verstehen, warum das so problematisch ist. Aber woher kommt jetzt die Information, dass es kein Remake geben wird? Weil das, glaube ich, jetzt erstmal, also dafür gab es jetzt erstmal keine Anzeichen. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass die da vorsichtig damit sind. Kann ich auch gut verstehen, ist auch schwierig. Kann man gut machen, aber wird schwierig für Capcom. Ich freue mich, dass Resident Evil 1 dafür ein Remake bekommt. Ja, wenn die Gerüchte stimmen, das ist natürlich super. Da freue ich mich auch sehr. Sag mal, der hält aber was aus hier. Ach so, ich habe den Tome of Darkness noch nicht. Wartet mal, dann hebe ich mir die letzte Granate wenigstens auf, bis wir die verzaubern können. Magische Granaten sind viel besser. So.
Ja, ich meine, das Original Resident Evil 5 hat halt wirklich auch ein paar problematische Szenen. Ne? Das war halt wirklich nicht sehr... Das hat das nicht sehr gut gemacht. Wenn ich dran denke, wie ziemlich am Anfang diese plötzlich auftauchende blonde weiße Frau von den schmutzigen, bösen, dunkelhäutigen Männern in eine dunkle Kammer gezogen wird, damit die schlimme Dinge mit ihr machen. Das ist also, oh boy, ey, come on, wirklich. Das ist wirklich so die dunkelsten Klischees irgendwie aus der schlechte Vorurteile-Kiste rausgekramt. Da kann man natürlich sehr viel besser damit umgehen. Aber ich kann verstehen, dass Capcom Angst davor hat, ne? Ich sag nicht, dass die das nicht hinkriegen würden, aber ich kann verstehen, dass die denen das Sorgen bereitet. Das, aus damaliger Sicht, wann ist das erschienen? 2005. Ne, damals habe ich das auch noch nicht so problematisch gesehen, aber aus heutiger Sicht, mit einer heutigen Lupe, ist es halt so ein bisschen, eieiei, weiß ich nicht, Digga. Aber ja. Puzzles hat eine Stream-Serie. Das Feature verstehe ich auch noch nicht, aber ich habe das auch schon öfter gesehen, ne? Man kann jetzt quasi so, ja. Oh, wartet mal, ich muss mal schnell gucken. Müssen wir mal wieder experimentieren, ob der Multistream heute funktioniert. Wir haben wieder eine 50-50-Chance. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Hallo übrigens an alle, die schon da sind, ne? Ich habe euch heute gar nicht formell begrüßt. Aber es ist auch noch früh, ne? Hoffentlich kommen erstmal Resident Evil 1, Zero und Code Veronica. Ja, das würde Sinn machen. Das war ja auch immer so ein bisschen meine Theorie wegen Wesker vor allem, ne? Wegen der Wesker-Story würde das halt echt Sinn machen. Deswegen kann ich es mir auch vorstellen. Also, ne, man weiß ja nie, was Capcom so geplant hat und ob die das überhaupt irgendwie im Kopf haben und überhaupt so sehen, wie ich das jetzt sehe und so weiter und so fort. Aber es würde halt Sinn machen, dass die Wesker jetzt in Resident Evil 4 Remake vor allem als Bösewicht eingeführt haben, mehr oder weniger. Und dann wären halt Resident Evil 1 und Zero vor allem und Code Veronica aber auch seine Vorgeschichte im Grunde, ne? Bevor er dann in Resident Evil 5 gekillt wird. Eigentlich wäre das schon eine sinnvolle Reihenfolge. Aber ja, müsste man mal gucken. Oh nein, das ist ungünstig. Wisst ihr was? Ich glaube, ich gehe jetzt einfach. Ich glaube nämlich, wir haben alles. Aha, es sieht so aus, als würde der Multistream heute funktionieren. Hi, Nostalgic. Gut. Dann lassen wir es mal so. Dann schaue ich mal auf meinen Multistream-Chat hier, ne? Falls ich irgendwelche Nachrichten von euch nicht sehe, vor allem auf YouTube leider, da spinnt es meistens dann, sorry, liegt der Multichat. Aber ich gucke immer wieder mal drüber, dass ich auf Nummer sicher gehe. Ja, mir reicht schon wieder. Ich gehe, ich hau ab, ich bin raus hier. So, jetzt kombinieren wir die hier mal. Und dann können wir hier, glaube ich, oder? Ein Laserrätsel machen. Ein Sonnenlaser. Okay, wartet. Ich schmelze mal den Turm. Und jetzt schmelze ich den da hinten noch, glaube ich. Oder? Ja. Fallout gibt's heute auch noch.
Überhaupt kein Thema. Aber noch nicht. Heute ist Triple Stream. Heute fangen wir jetzt mit Eternal Darkness an. Eh nicht lange. Normalerweise wäre morgen Eternal Darkness Stream, aber leider müssen wir den oder muss ich den absagen. Deswegen machen wir jetzt heute ein bisschen Eternal Darkness und dann Resident Evil und dann Fallout. Ich glaube, in der Reihenfolge machen wir es. Ist alles nachgeladen? Hallo. Eternal Darkness ist nur für den GameCube erschienen. Leider. Die Lizenz liegt bei Nintendo und es ist fraglich oder beziehungsweise sehr anzweifelnswert, dass das jemals noch irgendwo anders erscheint. So, hier haben wir sie jetzt alle im Grunde schon. Na, nicht ganz alle, ne? Aber ja. Die Halle ist schon ziemlich voll hier. Unserer früheren Hauptfiguren. Das hilft nichts, selbst wenn jetzt die halbe Welt hier eins drückt. Es ist, ich habe hier meinen Plan. Ich befürchte, wir werden eh nicht fertig mit Eternal Darkness heute. Wäre natürlich optimal. Theoretisch, ne? Theoretisch sind wir bei Eternal Darkness relativ kurz vor Schluss. Bei Resident Evil. Wir könnten so viel jetzt durchspielen. Aber nee, schaffen wir heute alles nicht. Aber gut. Hey, Jus. Yeah. Dankeschön. Schön langsam. Ah, ich bin aber auch dumm, ne? Wir können ja schon zaubern jetzt. Ich glaube so bis 18 Uhr nur oder sowas. Ich glaube nur bis 18 Uhr habe ich jetzt mal geplant. Für den Anfang zum Warmwerden heute. Am Bob Ross, ja, das ist ein schönes Kompliment für mich. Dankeschön. Das nehme ich als Kompliment. Aber ganz so einen geilen Afro wie Bob Ross werde ich nicht hinkriegen. Zumindest nicht von alleine. Der hat bestimmt ja auch, oder? Das war bestimmt nicht sein Naturhaar. Ich mag dieses Labyrinth hier nicht. Diese Map mag ich einfach nie. In keinem Zeitalter. Oh, ich muss nachladen. Stopp, unfair. Weil die immer so ein super nerviges Labyrinth ist hier. Ich weiß immer überhaupt nicht, wo wir sind und wo wir hin müssen. Merkt schon, der Cthulhu-eske Psycho-Horror weicht jetzt hier sehr stark der Action. Nein, stopp, ich habe mich verdrückt, das wollte ich überhaupt nicht. Ich wollte nur die Pistole nehmen. Warum nimmt er denn die nicht? Hier jetzt. Damit wir hier die Trapper gemütlich wegschießen können. Weil für die wollte ich jetzt keine Maschinengewehr verschwenden. Schon gleich gar nicht in Dreifachschussmodus. Und es ist mir leider, man muss halt leider immer ins Menü gehen. Es ist mir zu blöd, jetzt dauernd wegen jedem Gegner den Schussmodus zu wechseln. Die bleibt jetzt auf 3 Schuss und fertig. Oh oh. Dürfte ich hier mal eben kurz nachladen? Nein, nicht die Wand untersuchen. Nachladen. Ah, shit. Come on, die Animation war fast fertig. Das ist doch gemein.
Puh. So, und jetzt ein bisschen Munition sparen, weil wir haben... Oh, wir haben wirklich nicht mehr so viel. Oh Gott, ich habe vielleicht ein bisschen zu viel rumgeballert. Deswegen werden die jetzt mal mit der Pistole gefinisht hier. Damn it. Okay, wartet. Ich glaube, ich muss hier einen Trapper beschwören, wenn mich nicht alles täuscht. Damit ich das wegteleportieren kann. Aber ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht mehr sicher. So. Fallout-Lore-Frage. Falsch mitbekommen habe, hat aber in Fallout 1 erfährt man von einem Mitglied der Bruderschaft, dass Supermutanten steril sind. Genau. In Fallout 2 kann man einen Dialog mit Marcus triggern, dass der nach einigen Monaten steril sein, aber nach einer Weile wieder fortpflanzungsfähig ist. Ja, genau. Den Dialog mit Marcus gibt's, aber da wurde offiziell vom Entwicklungsteam klargestellt, dass Marcus da nur einen blöden Scherz macht und dass die Säfte, wie er das sagt, nicht wirklich wieder fließen, ne? Also das war nur ein blöder Marcus-Scherz. Das ist nicht irgendwie offiziell Kanon, dass Supermutanten wieder fruchtbar werden nach einer gewissen Zeit. Das ist lore-technisch ganz offiziell geklärt worden. Weil die Frage hatten natürlich viele. Genauso wie die Frage, wie sein kann, dass in Walled City Vögel zwitschern im Soundtrack, obwohl ja eigentlich irgendwo erfährt man, dass alle Vögel ausgestorben sind. Da haben die auch gesagt, das ist einfach ein Fehler. Es ist einfach ein Fehler passiert und fertig. Das waren irgendwie noch andere Zeiten, ne? Das war irgendwie schön, dass man sagt, hey Entwickler, wie kann das irgendwie sein in deinem Spiel? Das ist ein bisschen unlogisch. Und dann sagen die, ah ja, stimmt, ne? Das ist wirklich unlogisch, sorry, upsi. Und da ist kein so Drama draus gemacht worden, wie das heute ist. Finde ich schön, dass man einfach sagt, ja, oh, shit happens, keine Ahnung. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Es gibt leider so viel komplett übertreibende Aggro-Trottel da draußen. Es ist wirklich so, dass man als Entwicklungsstudio Angst vor einem Shitstorm haben muss, wenn man Fehler zugibt. Pulle 1988 ist jetzt ein Bird-Rider. Vielen, vielen, vielen Dank, Pulle. Freut mich riesig. Man muss Angst vor einem Shitstorm haben, wenn man Fehler zugibt. Und das ist das Problem. Das ist das Nervige an der Situation. Und deswegen gibt es keine offene Kommunikation. Ah, verdammt, ich habe es genau falsch gemacht. Dammit, das war mein Fehler. Oh Gott, ich bin so dumm. Den Kampf hätten wir uns sparen können. Aber warte mal, habe ich das Grüne überhaupt? Nee, ich habe das Grüne nicht. Kann sein, dass ich das irgendwo vergessen habe. Ich glaube, man kriegt hier irgendwie irgendwas Cooles. Eine supermächtige Waffe oder so. David unterstrich 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 22 ist jetzt ein Bird-Rider. David, vielen, 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 vielen Dank. Und auch an dich danke, Steiermark, für deine 100 Bits. Moin, du Bird-Rider. Kurze Frage, gibt es in Fallout eigentlich noch Fabriken in der NCR, die produzieren wie Stahlwerke oder Minen? So viel wir wissen, gibt es das tatsächlich, ja? Warte mal, warum erscheint jetzt hier... Hä? Also so viel wir wissen, hat die NCR tatsächlich wieder eine relativ moderne Produktionskette ins Leben gerufen. Minen sehen wir sogar schon in Fallout 2. Also das wäre wenig verwunderlich, wenn die weiter betrieben oder ausgebaut werden würden. Und ja, die haben auch wirklich relativ moderne Produktion. Handwerkliche Fähigkeiten wurden in der NCR, in der Bevölkerung, wieder sehr viel wichtiger wie Überlebensskills fürs Ödland. Das wissen wir. Also ja, definitiv. Okay, warte mal. Ja, ist eh wurscht. Ich laufe jetzt einfach weg.
Wir können das hier jetzt gerade eh nicht lösen. Nee, warte, ich laufe nicht weg. Ich erschieße den mit der Pistole. Gut. Wir brauchen ein bisschen psychische Gesundheit. Genau, wenn ich in den vergangenen Zeiten all die optionalen Statuen gesammelt hätte und die jetzt hier richtig platzieren würde, würden wir, glaube ich, irgendwie eine supermächtige Waffe oder irgendeinen anderen Bonus kriegen. Ich bin mir nicht sicher. Aber leider habe ich die grüne nicht und ich weiß nicht, ob ich die in seinem Kapitel finden kann oder ob ich die verpasst habe. Aber ist eh wurscht. So wichtig ist es nicht. So wichtig ist es nicht. Gibt es die RNK-Enzia denn noch? Immerhin wurde die in der Serie ja... Das ist die große Frage. Das ist die große Frage, die wir alle nicht wissen. Ob die NCA jetzt laut der Serie wirklich komplett zerstört wurde. Oder ob die nur ein bisschen zerstreut wurde, stark angeschlagen. Ne? Das sind alles Sachen, die wissen wir leider nicht. Kann man nur hoffen. Warte mal, warum habe ich mir eigentlich kein Schutzschild gemacht? Bin ich eigentlich dumm? Aber hat die NCA ihr Eisenbahnprojekt nicht eingestellt wegen Kohlemangel? Oh, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Das kann natürlich sein, dass es da Pläne gab. Oh, ich habe mich verguckt. Wir haben noch voll viel Munition. Ich weiß nicht, warum ich dachte, wir haben kaum noch welche. So, aber jetzt benutzen wir erstmal den neuen Zauber, den wir gerade gelernt haben. Der ist nämlich ganz cool eigentlich. Bind. Jetzt muss ich kurz gucken, wie der funktioniert. Wartet mal kurz. Bankorot Arettak. Bankorok. Genau. Ja, das war's. So, jetzt sprechen wir den mal. Na, warten wir kurz, bis wir genug Mana haben und dann sprechen wir den mal. Würde ich sagen. Ich habe die Vermutung, dass in Staffel 2 entweder die Debatte der NCA-RNK geklärt wird oder Mr. House... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Mr. House den Strat... Also, wenn es die Serie nicht irgendwie schafft, und es könnte ja sein, dass die so ein bisschen drumherum, ne, sich tricksen und diese Frage eben nicht beantworten. Weil die könnten ja sagen, ja, es ist eigentlich egal, wie New Vegas geendet hat, weil danach ist irgendwas ganz Krasses passiert und auf dem baut dann die Serie auf. Und es wird nie eindeutig beantwortet, wie New Vegas eigentlich ausgegangen ist. Das wäre eine Möglichkeit. Aber wenn die das nicht machen, dann muss eigentlich New Vegas gewonnen haben, weil sonst wird das alles keinen Sinn machen, wie es in der Serie dargestellt wird. Ich brauche Mana. Ich habe das Spiel tausendmal durchgespielt. Ich weiß bis heute nicht, ob man mehr Mana kriegt, wenn man sprintet. Ich habe das Gefühl, aber vielleicht liegt es nur daran, dass man einem nicht ganz so langweilig ist, wenn man sich wenigstens bewegt, anstatt dass man einfach stillsteht. Weiß ich nicht. Aber gucken wir mal. Wenn ich im Fallout kaum drin bin, verstehe ich nur Bahnhof. Ja, das glaube ich. Das kann ich mir vorstellen, dass das verwirrend ist. Todd hasst die NCA, sonst hätte ihr nicht diesen ehrenlosen Tod gegönnt. Also laut Todd Howards offiziellen Statement zu dem Thema sind die Serienmacher mit der Idee auf ihn zugekommen, dass Shady Sands zerstört werden könnte. Und als er das gehört hat, war er erstmal schockiert. Und dann haben die ihm aber erklärt, wie die Story machen wollen. Und dann hat er gesagt, ja, krasser Scheiß, aber okay, wir machen das. So erzählt's er. Keine Ahnung. Muss man ihm einfach mal glauben. Gibt es eigentlich irgendwelche Charaktere, die in der Serie vorkommen? Nee, bis jetzt noch nicht, die auch im Spiel vorkommen. Bis jetzt gibt es das noch nicht. Das wäre natürlich für Fallout New Vegas fast schon notwendig oder zumindest ziemlich cool. Da gäbe es halt jetzt wahnsinnig viel Potenzial. Ich meine, ist Präsident Campbell zum Beispiel tot? Heißt er Campbell oder Campbell? Campbell, der Nachfolger
Präsident quasi, der Neue. Ist der noch am Leben? Ist Caesar noch am Leben? Ich meine, selbst wenn er überlebt hat, New Vegas hat er Krebs, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Hä? Kann ich den Zauber nicht wirken, weil ich einfach so ein beschissener Magier bin? Nee, jetzt geht's. Es braucht ja wirklich fast die ganze Mana-Leiste. Unser Feuerwehrmann ist kein sehr guter Magier. Er ist eher der Krieger halt. Hast du mitbekommen, dass die Fallout-Fans bei 76 dem Xbox-Chef das Camp weggenukt haben? Ja, nachdem der die Studios geschlossen hat bei Bethesda. Arcane Studios und Tango Games. Habe ich mitbekommen. Das ist schon eine Schande. Das ist schon wirklich schade. Das waren beides sehr coole Spiele. Ich konnte tatsächlich mit Arcane nie so viel anfangen, aber trotzdem habe ich die Spiele objektiv immer als sehr innovativ und cool und stilistisch cool wahrgenommen, ne? Aber ja, das ist wirklich schade. Dass Microsoft jetzt schon anfängt, ihre neu gekauften Studios zu schließen. Und dabei hat Tango Games vor kurzem erst noch einen relativ großen Hit sogar gelandet. Mit ihrem Hi-Fi Rush. Also verstehe ich wirklich gar nicht. Das ist wirklich schade. Da ist das Mindeste, dass man sein Camp nuked, würde ich sagen, ne? Jetzt muss ich mal was versuchen. Nee, doch nicht. Ich dachte, ich könnte hier irgendwie, Vesco 87 ist jetzt ein Bird Rider. Vielen Dank, Witches, fürs Abo verschenken. Dankeschön. Ich dachte, ich könnte den Tome of Darkness hier irgendwie hinlegen, aber scheinbar nicht. Aber in Fallout 4 gibt's Vögel. Ja, eben. Das mit den Vögeln ist auch so eine Sache. Guck, der Multichat funktioniert schon wieder. Sorry, wahrscheinlich steht die Frage da schon ganz lang drin. Ja, genau. Es gibt in späteren Fallout-Teilen auf jeden Fall Vögel. Das ist wirklich. Also offiziell gibt's Vögel. Und selbst wenn nicht, weißt du, das eine spielt irgendwo an der Westküste und wenn da irgendein NPC in irgendeinem Dorf sagt, dass Vögel oder Katzen oder was weiß ich was ausgestorben sind und am anderen Ende der USA gibt's das aber dann noch, das ist für mich nicht wirklich ein Logikfehler, weil woher sollen irgendwelche komischen NPCs, die ihr Leben lang in einem kleinen Dorf im Dreck verbracht haben, ne? Woher sollen die das wissen, was noch existiert und was nicht? Das kann man schon ganz gut erklären. Er hat halt noch nie in seinem Leben Vögel gesehen. Das passt schon. Hi-Fi Rush hat einen geilen Meme. Microsoft hat getwittert, dass es mehr Games wie Hi-Fi Rush geben soll und die Fans darauf antworten, dass Microsoft die Studios nicht hätte schließen sollen. Ja, ist ja auch wirklich so. Naja. Schade. Das ärgert mich wirklich, dass die aus irgendwelchen spekulativen Finanzgründen zwei so coole Studios schließen. Das Studio des Original Resident Evil Erfinders Shinji Mikami, wobei der selber schon gar nicht mehr dabei ist, aber trotzdem waren da immer noch sehr viele coole Leute dabei. Ah, guck mal. Guckt mal, was ich gefunden habe. Dann ist ja gut. Jetzt brauche ich nur Magie aufheben. Dispel Magic. Und jetzt nehmen wir uns die grüne Statue. Ups, und dann schieße ich versehentlich. Ich meine natürlich vollkommen absichtlich, das gehört dazu. Und dann speichern wir einmal kurz. Ha, okay, dann gehe ich jetzt nochmal zurück, weil dann können wir jetzt das Rätsel doch noch schnell lösen hier mit den drei Statuen. Wenn ich den Weg zurückfinde. Wie gesagt, es ist alles so ein Labyrinth hier. Ich kenne mich immer hinten und vorne nicht aus. Aber wir schaffen das. Wir müssen nur an uns glauben. Wir müssen an das Herz der Karten glauben. Dann schaffen wir das.
Schala, hey Schala, ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Oder so ähnlich. Bald findest du das One Piece. Halt, stopp! Rot. Yeah! Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Bestimmt was Wunderschönes. Okay. Geheimgang. Crazy. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was jetzt passiert. Videospiele sind reines Marketing. Ja, natürlich. Da brauchen wir leider alle gar nicht naiv sein. Solange wir im Kapitalismus leben, werden solche Entscheidungen nie aufgrund von irgendwas anderen wie gewinnorientierte Optimierungsmechanismen entschieden. Ist eh ganz klar. Da ist es ganz egal, ob die Spiele cool sind, ob die kreativ sind, ob die clever sind. Da geht es nur darum, wie am Monatsende ob die schwarzen Zahlen da sind oder nicht. Und bei so großen Firmen wie Microsoft reichen nicht mal mehr schwarze Zahlen. Da muss das Investment auch in einem gewissen Maße zurückkommen. Also nur ein bisschen Gewinn. Da geht es um Spekulationen. Da geht es darum, wie viel Gewinn hat man denn erwartet und wird das den Erwartungen gerecht. Das ist nochmal ein ganz anderes Level an Absurdität. Und das ist sehr traurig, weil halt echt coole, kreative Menschen, die coole, kreative Spiele basteln, darunter leiden müssen. Naja, so ist das eben. Ich mache jetzt meine Waffe verzauberig, dann geht's mir besser. Aber wenigstens die alten Spiele können sie uns nicht nehmen. Die Klassiker, die bleiben uns für immer. Man soll es nicht verschreien, die nehmen sie uns auch noch weg. Wartet mal, da nehme ich jetzt unser neues Gladius. Das Coole an dem Gladius ist nämlich jetzt hier, dass das permanent verzaubert ist. Das hat einen permanenten Waffenzauber, der auch nicht weggeht und natürlich in Blau. Moment mal, warum kann ich das nicht benutzen? Das ist doch eine Waffe. Hä? Ah, kann das sein, dass ich das jetzt nicht benutzen kann, aber Alex kriegt das dann quasi im letzten Level. Hm, okay, dann ballern wir weiter. Double Kill! Kinderzombies erschießen wir auch noch, da kennen wir überhaupt nichts. So, kurzen Prozess hier. So, wir haben es fast geschafft, glaube ich. Wir haben es fast geschafft. Wo sollen wir eigentlich mit Resident Evil stehen? Wo sind wir stehen geblieben mit Resident Evil? Chris Redfield ist in der Villa. Ich glaube, wir sind wir sind schon im Labor. Vielleicht spielen wir heute Resident Evil 1 tatsächlich durch. Müssen wir mal gucken, kann ich mir vorstellen. Ah, dammit. Die Munition wird aber auch immer im ungünstigsten Moment leer. Ne? So, kommt her. Habe ich gerade Alex Wesker gesagt? Habe ich vorher gesagt, dass Gladius ist für Alex Wesker? Ihr wisst schon, was ich meine. Ich komme schon ganz durcheinander. Zu viele Franchise gleichzeitig in meinem Kopf. Und alle wollen den gleichen Raum einnehmen. Das bisschen Hirn, das ich noch habe. Da wollte ich alle reinquetschen. Fallout 4, Resident Evil 4,
so viele vierte Teile auch und so. Es ist alles nicht so einfach. Halt, wir sind falsch. Geh zurück. Geh zurück. Oder? Ich gehe mal lieber zurück. Ich bin mir echt nicht sicher. Ah. Wo bin ich? Ich muss zu dieser blöden Brücke. Wo waren die gleich nochmal? Ich dachte, wir sind kurz davor, ehrlich gesagt. Oh nein, jetzt bin ich einfach einmal im Kreis gelaufen. Wir finden die Brücke schon. Ich muss jetzt einfach systematisch alles abgehen. Dann kommen wir schon zur Brücke. So viele Wege gibt es auch wieder nicht hier. Klettern wir mal in den Kamin da oben. So. Die Speere sehen noch erstaunlich gut aus, wenn man bedenkt, dass die Tausende von Jahre alt sind. Nicht schlecht. Die wurden gut gepflegt. Von den Zombies hier wahrscheinlich. Die wissen nicht, wie man Speeren benutzt, aber sie haben sie wenigstens sauber gehalten. Das ist Engagement. Sehr löblich. Oh, so Hausputz-Zombies, das wäre schon gut, ne? Die hätte ich auch gerne. Das wäre praktisch. Wir brauchen einfach Automatisierung. Wo sind denn diese Mr. Handy-artigen Haushaltsroboter, die mir in meiner Kindheit versprochen wurden? Wir haben jetzt 2024, verdammt. Und ich habe immer noch keine vollautomatischen Haushaltsroboter. Was ist denn passiert? Was ist aus dieser Zukunftsvision geworden? Irgendwie, ich fühle mich betrogen um die Zukunft, die mir versprochen wurde. Wir leben immer noch nicht im Science-Fiction-Zeitalter. Wo sind meine schwebenden Autos und meine Zeitmaschinen und überhaupt alles? Ich bin empört, muss ich sagen. Wenn ich Eternal Darkness durch habe, falls wir jemals jetzt dieses Kapitel beenden können, weil ich mich nicht dauernd verlaufe, falls, das ist ein großes Falls, habe ich für... Also, jetzt passt mal auf. Wegen Bonusspielen. Ich habe mir was überlegt. Weil wir ja jetzt nicht nur Resident Evil, sondern auch Fallout spielen, habe ich mir gedacht, es wäre doch nice, wenn wir auch Fallout-Bonis hätten. Und ich werde das jetzt so machen, dass ich tatsächlich auch Fallout-Bonus-Spiele einführe. Die kommen dann auf einen extra Termin Donnerstag. Der wird aber wirklich, weil das wirklich krass ist, dreimal in der Woche zu streamen, das ist für mich sehr viel mehr Aufwand zusätzlich zu Videos und Podcast und so weiter, kommt der hinter ein relativ hohes Ziel, das auch nicht immer erreicht werden soll, ne, so geplant. Gucken wir mal. Aber auf jeden Fall habe ich mir gedacht, dass wir eben auch Fallout-Bonus-Spielziele einführen. Aber okay, davon mal abgesehen, habe ich schon als nächsten Bonus eine Kleinigkeit geplant. Etwas sehr Witziges. Ich will das noch nicht verraten, aber einen sehr witzigen, sehr coolen Resident Evil, inoffiziellen Resident Evil Port als kleiner Bonus. Und den nutze ich zur Überbrückung, um mich dafür zu entscheiden, was wir als großen Bonus danach dann machen. Aber da schauen wir mal. Und für den Fallout-Bonus kann ich jetzt schon mal sagen, habe ich mir überlegt, dass wir vielleicht einfach mal zum Spaß einen Fallout 1 Run machen, indem wir einfach absolut alle NPCs umbringen. Das Ziel dieses Runs ist es, das Ödland komplett auszuradieren. Einfach mal, um zu gucken, ob es geht und was dann passiert, wenn wir das machen. Aber wie gesagt, das wird hinter einem größeren Ziel versteckt, auf jeden Fall. Aber so oder so werde ich das dann erst nächste Woche offiziell alles verkünden und einstellen und vorbereiten und so. Jetzt gerade muss ich wirklich mal rausfinden, wo wir hin müssen. Kann ich die Tür hier wirklich nicht öffnen? Ich versuche mal ein paar Sachen. Erstens haben wir doch eine Feuerwehr-Axt. Das geht nicht. Und dann versuche ich noch Magie... Nee. Doch,
Unsichtbares erkennen. Ah, Gott sei Dank. Oh Gott. Ich dachte schon, ich werd komplett wahnsinnig hier. Wie oft soll ich noch im Kreis laufen? Das ist aber gemein, weil normalerweise sind so versteckte Sachen immer, ne? Immer erkennbar gewesen. Ah, der Detonator für unser C4. Sehr schön. Ich hoffe auch, Chris ist immer sehr wütend, wenn wir sein Sandwich in die Luft sprengen. Aber gucken wir mal. Okay, ich speichere nochmal kurz. Also wir beenden jetzt auf jeden Fall das Kapitel hier. Ich wollte eigentlich nur bis 18 Uhr machen, aber das Kapitel machen wir jetzt fertig und dann wechseln wir zu Resident Evil 1, würde ich sagen. Und dann abends, nachts, wechseln wir zu Fallout 1. So, Schutzschild haben wir ja schon. Perfekt. Und jetzt müssen wir nur noch die Brücke in die Luft sprengen. Ich weiß immer nicht. Mantarok sagt uns, wir sollen die Brücke in die Luft sprengen, ne? Oder? Das ist doch Mantarok, der da mit uns redet und uns Befehle gibt. Der ist doch der Wächter der Menschheit, so. Und dann kommen aber seine Tentakel und wollen mich essen, während ich das mache. Was will er denn jetzt? Ich weiß nicht, was er will. Even with all the explosive, there is probably not enough to bring down the city. More powerful. Ah, ich verstehe. Ja, ja, okay. Wir machen natürlich magischen Sprengstoff. Yes! Oh yeah. Verzaubertes C4. Das ist schon lustig. Okay, jetzt müssen wir in 3 Minuten hier rauskommen. Und das mit meinem Orientierungssinn. Hallo, Monster. Ah! War's das schon? Ich bin mir nicht sicher. Schauen wir mal. Nom, nom, nom. Many centuries I've waited for you. You are mine. Barry isst Chill das Sandwich weg und Chris verprügelt das Huhn im Feld. So ungefähr. Never. I know what you are. I've seen what happened. You can try to fight me, but in the end you shall succumb to my desires. My foolish child, you don't even know your own destiny. Get away from me! Wir werden nur verrückt. Aber ich finde es schön gemacht in Eternal Darkness. Das gefällt mir wirklich gut. Das im Grunde... Muss ich da lang gehen? Ich glaube schon. Dass im Grunde einfach unsere Charaktere Visionen von der Zukunft haben und die selber überhaupt nicht verstehen und einordnen können. Wir können was damit anfangen, ne? So ungefähr. Aber für die ist das einfach kompletter Wahnsinn, was die da erleben. Ich meine, beziehungsweise haben die ja den Tome of Darkness, ne? Insofern haben die eigentlich das Wissen, vielleicht. Aber wissen die nur alles, was in der Vergangenheit war, oder wissen die wirklich alles, alles? Ich bin mir nicht sicher. Also, ich meine, was chronologisch vor ihnen war. Weil eigentlich funktioniert ja der Tome of Darkness außerhalb der Zeit. Wir sehen ja auch immer wieder Statuen von gefallenen Hauptfiguren, die aber chronologisch eigentlich erst von der Zeit her später sind. Kommt immer auf die Reihenfolge an, in der wir spielen. Keine Ahnung. Hauptsache, wir haben das Kapitel geschafft. Und die böse Superstadt ist durch magisches C4 gesprengt worden. Einige Jahre später.
Was ist mit Chill nach Resi 5 passiert? Ich glaube, die hat einen Sandwich-Laden eröffnet. Die hat Subway gegründet. Just as much as I know you know. Now let's be quick. The Guardians know where I am and I won't last the night. But that's not the point. What's this? Something you need. Don't open it here. Only in privacy. They can sense it if it's not shrouded. Is it one of the artifacts? You must leave now. But there's something I have to do before they get to me. I can't protect you if they find us. Good luck. Dam, dam, dam. Wir werden leider nie erfahren, was er denn unbedingt erledigen musste, bevor sie ihn finden. Da wäre noch so viel Potenzial für einen zweiten Teil gewesen. Nintendo, mach halt mal was, Mensch. Mach halt mal was mit der Lizenz. Ein Kollege von mir hat gestern gefragt, ob und wo er Resident Evil anfangen soll. Und ich habe wie ein Verrückter 20 Minuten Resident Evil Lore und die Games erklärt. Das ist auch eine schwierige Frage. Ne, wenn hier im Chat die Frage gestellt wird, habe ich immer dieses Meme aus It's Always Sunny in Philadelphia im Kopf, wo der Luigi-Synchronsprecher, falls euch das was sagt, vor dieser Tafel steht und hinter ihm überall rote Fäden und Bilder. So, das ist in meinem Kopf, wenn die Frage gestellt wird. Es gibt halt mindestens 3 logische Ansatzpunkte, wo man anfangen könnte. Und da muss man wirklich gucken, das ist für jeden unterschiedlich. Kommt demnächst wieder neue Holies raus? Eventuell weiß da schon jemand was, ja. Aber eventuell dürfte jemand, wenn er es denn wüsste, noch nicht drüber reden. Aber vielleicht ja schon nächste Woche. Man kann gespannt sein. Aber es gibt jetzt übrigens schon Neuigkeiten, ne? Dass ich speichere lieber zweimal. Die Testpakete wurden aktualisiert. Die haben jetzt die neuen Sorten mit aufgenommen ins Sortiment, damit man jetzt wirklich auch noch mehr und vor allem auch die neueren Sorten mitprobieren kann, wenn man sich so ein Testpaket bestellt. Das gibt's auf jeden Fall jetzt schon Neues. Okay, Leute. Da machen wir auch schon Schluss mit unserem Eternal Darkness-Teil. Wir haben jetzt nur noch ein Kapitel vor uns. Oder wollen wir es schnell durchspielen? Wollen wir es schnell durchspielen? Wenn wir uns beeilen, haben wir es in einer halben Stunde durchgespielt. Und dann wäre nächste Woche schon der neue Bonus. Oh. Komm, wir machen heute eh länger. Wir machen heute eh länger und jetzt ziehen wir durch. Ganz genau. Das machen wir jetzt. Ich habe heute nichts mehr vor. Alles ist gut. Let's go. Doch, wir spielen das jetzt noch schnell durch, weil lang dauert es nicht mehr. Und falls es zu lange dauert, dann überlegen wir es uns vielleicht nochmal anders. Aber ich glaube nicht. Aha, jetzt geht's los hier. Weil ihr Kapitel ist nicht so lange. Ihr Kapitel ist basically das von ihrem Großvater nochmal, aber in kürzer zum Glück. Wir machen das jetzt. Chaka! Oder wie auch immer. Doch, ich fühle das gerade voll. Sehr gut. Genau, mach das, Vampire Girl. Mach das. Resident Evil läuft uns nicht weg, nämlich. Na komm. Hä? Ah, ich benutze das automatisch. Aber irgendwas fehlt, wartet mal. Ah, ich weiß schon, warte, ich muss erst unten im Keller irgendwas einsetzen oder so. Ich muss mal gucken, wir müssen in den Keller gehen, wir müssen erst den... Oh, es klingelt an der Tür. Ach guck, der Postbote. Warum hat der einen Schlüssel? Das ist unheimlich. Aber gut.
Schauen wir uns das doch mal genauer an. Und wir finden die Essenz von Xellotas. Und unser ewig verzaubertes Gladius, das uns gute Dienste erweisen wird, definitiv. So eine permanent verzauberte Waffe ist schon ziemlich gut. Und witzigerweise sind eigentlich so Nahkampfwaffen in dem Spiel oft sinnvoller als Fernkampfwaffen. Gerade wenn man das Schutzschild aktiviert hat. Und das habe ich ja eigentlich immer aktiviert. So, jetzt passt mal auf. Wir müssen auf jeden Fall hier rein. Genau, und hier müssten wir irgendeinen Stab einsetzen. Aber den haben wir jetzt leider noch nicht, ne? Jetzt muss ich echt noch mal gucken, wo wir den herkriegen. Den Mechanismus. Weil da kann ich mich gerade leider nicht mehr erinnern. Können wir irgendwas, das wir vorher noch nicht konnten? Der ist geöffnet. Ich heil mal ganz kurz ein bisschen unsere Psyche. Ich will ja Horrorvision provozieren. Aber die Soundkulisse nervt mich auf Dauer immer ein bisschen. Wenigstens ein bisschen. Nicht mehr komplett wahnsinnig. So. Ist schon ein bisschen ruhiger jetzt. Das ist Eternal Darkness Mute. Und das werden wir jetzt durchspielen. Vorausgesetzt, ich finde diese blöde Stange. Okay, wartet mal. Vielleicht ist es was ganz Dämliches. Ich gehe mal nochmal schnell zurück, weil ich habe doch zwei Zombies im Flur stehen lassen, ne? Vielleicht droppt einfach eins von den Zombies die Stange. Vorsichtshalber gucke ich mal. Hat das? Nee, oder? Das sah gerade so aus, als hätte der Zombie durch das fliegende Buch Schaden bekommen. Was witzig wäre, weil das würde bedeuten, dass die echt existieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oh, Chris hat eine 10-Stream-Reihe-Serie. Das ist ja nicht schlecht. Freut mich, dass du wieder und immer noch mit dabei bist. Das habe ich schon gelöst hier. Wo ist diese Stange, die ich brauche fürs letzte Rätsel? Verdammt. Oh. Die Tür ist verschlossen. Das heißt, wir haben wahrscheinlich irgendeine Horrorvision ausgelöst? Hä? Aber es passiert gar nichts. Okay. Mega, mega weird. Hä? Warum war die Tür jetzt gerade verschlossen? Das ist irgendwie komplett neu. Oh, guck mal. Das ist ja schön. Okay, wir müssen das Haus nochmal durchsuchen. Ich habe irgendwo anscheinend eine Stange mal vergessen. Was haben wir denn Neues gelernt? Wir haben gelernt, dass wir Kreaturen kontrollieren können. Aber für was sollten wir das brauchen? Das verstehe ich gerade nicht. Ich gehe jetzt einfach mal alle Räume ab. Irgendwo finden wir schon die Lösung. Das war aber gerade wirklich komisch, dass wir in der Tür eingesperrt waren. Weil das passiert normalerweise nur, wenn wir irgendwie eine Horrorvision haben, ne? Ich dachte, uns fällt gleich der Kopf ab oder wir werden winzig klein oder was weiß ich was. Was halt so passiert, aber nichts davon. Das war weird. Sehr ungewöhnlich. Ja, ich streame ja auch relativ selten, ne? Das ist immer schwierig, mich auch zu erwischen, weil ich halt immer nur unter der Woche und so streame. Das ist natürlich nicht ideal für alle, ist ja klar. Hilft ja nichts. Ich habe tatsächlich schon öfter drüber nachgedacht, ob ich zumindest für eine Zeit mal den Landsquid Birdrider-Kanal ein bisschen zurückschraube
halt vielleicht nur ein Video pro Woche oder sowas und dafür mehr Zeit in Stream stecke, weil das macht mir schon auch Spaß, aber es ist schon auch anstrengend und es wäre natürlich auch ein Einnahmeverlust, das ist ganz klar, ne? Aber ja, keine Ahnung. Ich werde jetzt mal alle Zombies hier umbringen. Schauen wir mal, was dann passiert. Ich darf jetzt nicht zu ungeduldig werden. Wisst ihr, ich bin gerade in diesem, okay, wir spielen es jetzt noch schnell durch. Bam, bam, bam. Mindset. Und dann übersehe ich Sachen und dann wird man, dann wird man zu hektisch. Wir müssen jetzt ganz ruhig bleiben. Alles nochmal in Ruhe abgehen und sich anschauen. Und wenn ich alles abgegangen bin und mir alles angesehen habe und wir wissen immer noch nicht weiter, dann schaue ich im Internet nach. Der Domdam, hey, vielen, vielen Dank für die wunderschönen 10 Euro. Danke, das ist sehr freundlich von dir. Sehr großzügig. Dankeschön. Ein Trapper. Das ist einer der wenigen Gegner, ich habe vorher gerade gesagt, Nahkämpfe sind meistens besser. Das ist einer der wenigen Gegner, für die man definitiv immer Schusswaffen haben sollte. Weil Trapper sind nervige kleine Arschlöcher. Ups, versehentlich. Die sind ehrlich gesagt gar nicht schlimm. Ich habe es eh schon gesagt, ne? Diese andere Dimension, in die man da gesagt wird, ist überhaupt nicht schlimm. Aber es ist immer ein bisschen nervig. Ist halt so eine Zeitverschwendung. Nee, nicht den Stuhl untersuchen, sondern finish him. Fatality. So, jetzt gibt's, glaube ich, nur noch das kleine Schlafzimmer und das Badezimmer dazu. Und dann haben wir das ganze Hotel, das ganze Herrenhaus abgesucht. Und dann weiß ich's wirklich nicht mehr. Dann schaue ich in einem Guide nach. Hallo. Ich wollte gar nicht stören, Palettenzombie, aber leider muss ich mal kurz alle töten hier. Okay, jetzt war ich überall, habe alle umgebracht und verstehe immer noch nicht, wo wir das Rohr herkriegen. Jetzt muss ich, glaube ich, nachsehen. Oh, guck mal, das ist eine coole Vision, die hatten wir noch gar nicht, ne? Da sehen wir, wie unser Urgroßvater mit seinen Pistolen ins Zimmer der Angestellten geht, um alle umzubringen, weil er so paranoid ist. Das ist nett. Nett ist irgendwie, fühlt sich nicht wie das richtige Wort dafür an, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das ist schön gemacht. Okay, jetzt waren wir wirklich überall. Und wir haben keinen Stab bekommen. Und ich wüsste auch nicht, was wir sonst da einsetzen sollten. Nee, warte mal. Brauche ich hier? Nee, warte mal. Hier kommt das Licht runter, glaube ich. Und dann geht hier... Hä? Okay, wartet, ich bin, glaube ich, komplett falsch gewickelt. Ich habe das gerade komplett falsch verstanden. Ich verstehe aber dann nicht. Wir haben leider einen Giftpilz genommen. Ah, ja. Ich glaube, ich bin doof. Und ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Ich gehe nochmal in den komischen Laser-Rätselraum. Eventuell waren die letzten 10 Minuten einfach voll für den Arsch und ich bin Trottel. Wäre nicht das erste Mal. Insofern, schauen wir mal. Jetzt passt mal auf. Weil, oh Gott, ja, ich bin einfach nur ein Trottel und die... Oh Gott, ey. Okay, alles gut. Vergessen wir. Lasst uns einfach die letzten 10 Minuten vergessen. Aus unserem Gedächtnis löschen. Ich werde das aus dem Video löschen, wenn ich es hochlade. Nee, werde ich nicht. So. Und dann lösen wir das Rätsel jetzt einfach, wie wir es halt einfach schon die ganze Zeit hätten machen können, wenn man halt nicht so verplant ist. So, ja, first try.
Das ist der Stab, den ich gesucht habe, ich Vollidiot. Versteht ihr? Ich dachte, da muss man so eine Art Kurbel einsetzen. Und das Witzige ist, ich meine das immer wieder. Jedes Mal, wenn ich dieses Scheißspiel spiele, das ich sehr mag und ich finde es großartig, aber jedes Mal, wenn ich dieses großartige Scheißspiel spiele, glaube ich, man muss da unten irgendwie so eine Kurbel einsetzen. Wisst ihr, so eine Stabverbindung, weil dann drehe ich oben was. Jedes Mal. Und es ist falsch. Okay. Let's go. Jetzt aber, finale Zeit. Ja, wenn wir jetzt da runtergehen, dann gibt's kein Zurück mehr. Wir spüren die Dunkelheit. Alex, wir schaffen das. Ich speichere mal kurz. Alex Wesker. Das ist die Origin-Geschichte von Alex Wesker, wie wir vorher festgestellt haben. Die macht das jetzt. Ich glaube nämlich, dass das mit ihr jetzt gar nicht so aufwendig ist. Wenn ich mich richtig erinnere, hat ja ihr Onkel quasi alles Leben hier unten mehr oder weniger ausgelöscht. Das heißt, wir haben jetzt gar nicht mehr so mit Monstern zu tun. Wir haben andere Probleme. Wie Gift hier, was auch ein bisschen nervig ist. Giftboden. Aber gut. Let's go. Also das ist nicht wirklich Giftboden. Das ist, glaube ich, so magische Suppe. Man kennt's. Vielen Dank übrigens für die Infos und lustigen Videos. Seh mir sehr gern immer alles an, weil du dir vor allem echt immer viel Mühe gibst und das Wesentliche zusammenfasst. Bist der Beste. Dankeschön, Lightning. Das freut mich sehr. Sehr nett von dir. Was heißt Triple Deluxe Ultra Stream? Nee, 24 Stunden nicht. 24 Stunden nicht. Aber wir machen heute länger als sonst, weil morgen der Stream ausfällt und wir spielen Eternal Darkness, Resident Evil und Fallout. Deswegen Triple Deluxe. Ich weiß nicht, ob ich den Zauber so schnell wirken kann, ehrlich gesagt. Aber gucken wir mal. Okay. It's a trap. Hä? Was muss ich denn dann? Warte mal. Oh. Ich brauche einen stärkeren. Shit. Okay. Wie geht der Zauber gleich nochmal? Nethlek Redgomor. Na gut, dann bauen wir uns den mal zusammen. Auf Stufe 3. Nethlek Redgomor. Aus irgendeinem Grund mag ich Redgomor. Ich weiß nicht warum. Ich sag das Wort, glaube ich, gern. Redgomor. Passt schon. Redgomor. Ist das nicht irgendwie schön? Das könnte auch so ein Barbarenname sein. Redgomor, der Barbar. Krognak und Redgomor. So, jetzt müssen wir leider wieder warten, bis sich unser Mana aufgefüllt hat. Ich trinke mal einen Schluck währenddessen. Prost. Köstlich. Ich finde den wirklich lecker. Diesen Holy Energy Eel. Ich finde den wirklich lecker. Der erinnert mich so an diesen Kaugummi, falls ihr den an Halloween bekommen habt. Der war, glaube ich, limitiert, ne? Dieser Kaugummi-Geschmack Energy Drink, den mochte ich auch echt gerne. Aber jetzt habe ich wieder, ich habe mir wieder mal meinen absoluten Lieblings-Eistee von Holy besorgt, nämlich den Matcha-Minze. Den finde ich so, so lecker, ohne Scheiß. Da könnte ich mich reinsetzen. Den habe ich mir erst vorletzte Woche habe ich den erst bekommen und der ist schon wieder fast leer, ey. Ich muss mich da echt zusammenreißen. Aber den mag eben die Merlin auch gerne, den trinken wir weg wie nix. Chillig, dann habe ich was zu gucken, während mein Tofu in der Heißluftfritteuse chillt. Über eine Heißluftfritteuse habe ich auch schon öfter nachgedacht, tatsächlich. Ach, guck mal. Es ist wirklich so, wenn ich mich stillhalte, passiert nichts. Wenn ich gehe, ich muss aber nicht sprinten, wenn ich einfach meinen Charakter umrühre, dann füllt sich Mana wieder auf. Wir müssen sie einfach umrühren.
Da kann ich noch so lang stehen, da passiert nichts. Ich muss jetzt ein bisschen, wir brauchen wirklich volle Mana. Ich muss da hinsprinten, sofort den Stufe... Oh, das war dumm. Trotzdem, schaffen wir schon. Okay, das reicht. Let's go. Schnell, hinlaufen. Okay. Und jetzt? Dispel Magic, höchste Stufe, blau, let's go. Das war knapp. Ich gönne mir eine Eiscreme, auch eine sehr gute Idee. So, hier haben wir ein Stück vom Podest. Da hinten haben wir ein Stück vom Podest. Die beiden Podeste mixen. Mixen wir jetzt zusammen. Dann werden wir die magisch enchanten. Die Heißluftfritteuse ist keine Offenbarung, aber für so Kleinigkeiten ein bisschen besser als gleich den Backofen anzumachen. Wie sieht es denn mit Pommes aus? Kann man Pommes gut in so einer Heißluftfritteuse machen? Und werden die, wie werden die? Werden die knusprig oder matschig oder wie ist das? So, wir haben jetzt alle Artefakte der alten großen drei. Die benutze ich jetzt mal. Chicken Wings und Pommes sind perfekt für eine Airfritteuse. Wäre schon eine Überlegung wert. Aber im Endeffekt ist es so ein bisschen eine Spielerei, oder? Es ist so ein Gadget. Man kann auch einfach den Backofen benutzen, oder? Werden gut halt wie Backofen-Pommes. Ja, super. Eigentlich. Werden schon knusprig. Mal gucken, vielleicht irgendwann. Jetzt haben wir erstmal... Also Merlin zum Geburtstag kriegt jetzt erstmal von ihren Eltern eine KitchenAid. Was witzig ist, weil ich eigentlich alles in der Küche mache, aber ich kann es auch gut brauchen. Aber gut, auf jeden Fall bin ich da auch gespannt drauf. Das ist ja im Endeffekt einfach nur ein glorifiziertes Rührgerät, ne? Aber das kann scheinbar auch schnibbeln und alles Mögliche. Bin ich mal gespannt. Ist besser als der Ofen, so ein Airfryer. Okay, gut. So eine Fritteuse. Heißluft. Ja, schaue ich mir mal an. KitchenAid ist geil. Wir haben ja öfter HelloFresh daheim und da muss man schon immer sehr viel kochen und schnibbeln und sowas. Und ich backe auch gern Brot öfter mal. Und da ist es schon cool, glaube ich, wenn man so ein KitchenAid daheim hat. Kann ich mir schon vorstellen, dass das da wirklich cool ist. Das Schöne an Alex' Kapitel ist, finde ich, dass das nicht so kampflastig ist wie das vom Großvater. Die haben zwar hier alles recycelt, aber dafür hat sie eher mit so kleinen Rätseln zu kämpfen, statt dauernd mit diesen Monstermassen. Das finde ich sehr viel angenehmer. Die Frage ist, wie gesund die Fritteuse ist. Ja eben, das ist ja gerade so der Sinn davon, ne? Dass die sehr viel... Also ich schätze mal, Backofen wird genauso gesund sein, aber halt zumindest kein Fett zusätzlich braucht. So. Das, was wir jetzt gerade gemacht haben, müssen wir jetzt im Grunde nur 8-mal wiederholen oder so. Dann haben wir es schon geschafft. Und dann kommt der Endkampf, den ich wahrscheinlich nie so ganz verstehen werde und den ich auch gar nicht leicht finde. Aber den kriegen wir auch irgendwie hin. Und dann Resident Evil. Okay, ich glaube, wir brauchen Aretak. Weil was jetzt der Plan von Alex ist, aber gemeinerweise... kommuniziert die den nie mit uns, wir müssen da allein drauf kommen, ist nämlich, dass wir verrückterweise einen von den großen Alten rufen. Damit der dann den anderen großen Alten, der uns vernichten will, vernichtet. Wir schicken quasi, weißt du, der Feind meiner Feinde und so weiter.
Wir holen uns eines der beiden schrecklichen Monster, um das andere schreckliche Monster zu besiegen. Beide würden uns und die Menschheit auslöschen, aber gemeinsam löschen sie sich gegenseitig aus. Das ist der geniale Plan. Und deswegen muss man so ein bisschen multiversumsmäßig das Spiel eigentlich dreimal hintereinander durchspielen, damit man es wirklich durchgespielt hat, weil dann haben sich alle großen Alten gegenseitig umgebracht und damit schafft man quasi so eine Realität, in der dann keiner mehr existiert. Das ist so ein bisschen diese, na, es ist halt alles so ein bisschen Cthulhu-Wahnsinn. Nichts macht Sinn, weil alles so super übernatürlich ist und crazy. Deswegen, das finde ich cool. Finde ich cool. So. Nummer 3. Los geht's. Power. Ja, ja, ich verstehe schon. Also, beschwören wir mal einen Trapper in Blau. Oh, ich glaube, ich habe irgendwie den falschen Zauber gewirkt. Ja, da ist der Trapper. Trapper in Blau. So. Hi, Geislein. Süßkartoffelpommes gehen da drin viel besser als im Ofen. Okay, das klingt cool. Man muss das Ding halt immer auch sauber machen, wegen Ablagerungen, ja. Aber gut, muss man beim Backofen auch. Also zumindest sollte man das. Wir wollten nicht wissen, wie mein Backofen immer aussieht. Ich mache den, glaube ich, so ungefähr einmal im Jahr sauber. Und, ne, wenn er anfängt, wirklich schlimm zu stinken, wenn ich irgendwas da drin mache, dann wird es Zeit, dass man den mal wieder ordentlich auswischt. Backofen sauber machen, bin ich kein Fan von. Das mache ich viel zu selten. Ich geb's ja zu. So, bringen wir noch das Zombie an seinen Platz. Dankeschön, Heathcliff. Super nett von dir. Freut mich sehr. Bist du nach der Katze benannt? Oh, ich kann mich kaum dran erinnern an Heathcliff. An die Serie, die es da gab. Aber ich weiß, dass es sie gab. Ganz, ganz, ganz schwache Erinnerungen. So oder so, vielen, vielen Dank, Heathcliff. Das ist auch immer meine Theorie, Tobias. Das denke ich mir auch. Das brennt sich doch alles weg, oder? Muss man wirklich ständig sauber machen? Brennt sich das nicht einfach so ein, dass es verschwindet? Das ist auch immer meine Annahme. Aber so ganz funktioniert es leider immer nicht. So ganz funktioniert das leider immer nicht. Es gibt, glaube ich, Backofen, die haben wirklich so eine Selbstreinigungsfunktion und das funktioniert dann, glaube ich, wirklich so, dass die einfach ultra heiß werden und einfach alles verbrennen, ne? Aber, ja, nee. Meiner leider nicht. Der wird nur normal heiß und das reicht in der Regel leider nicht. Hallo, Krenz. Schön, seit langem wieder hier zu sein. Freut mich, dass du seit langem wieder hier bist. So lang ist das noch gar nicht her, Arthur. Ich kann mich nämlich immer sehr gut an deinen
an dein Thumbnail, an dein Bild erinnern. Von der ersten Katze im Weltall, im Fallout-Universum. Wie hieß sie gleich nochmal? Mr. Peddles oder sowas. Wenn der Rauchmelder beim Vorheizen angeht, sollte man durchwischen. Ja, genau. Das ist auch so ungefähr mein Dingsy. Wenn es um Backofenreinigung geht. Wildhodor ist jetzt ein Birdrider. Dankeschöner Wildhodor. Sehr, sehr nett von dir. Danke für den Sub. Jetzt mag ich dich noch mehr als vorher. Du bist der eine aus 100, der den Heathcliff die Katze denkt. Und genau danach bin ich benannt. Na guck, schau, das war mein erster Gedanke. Der Fairness halber war Heathcliff aber eher amerikanisch. Bei uns gab es ja gar viel. Aber Heathcliff lief bei uns schon auch. Ich kann mich da erinnern, aber wirklich nur so aus ganz grauer Vorzeit. Ah ja, wartet mal. Ich glaube, hier darf ich nicht sprinten. Solange wir hier gehen, ist alles gut. Ah. Oder auch nicht. Vielleicht habe ich das auch ein bisschen falsch in Erinnerung. Das kann schon sein. Bin mir nicht ganz sicher. Wartet mal. Vielleicht muss ich hier unsichtbares Erkennen wirken. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich reveal mal. Nee, gibt's nichts zu erkennen für uns. Wie kommen wir aus dieser Horrorvision wieder raus? Der hat uns geblitzdingsbumst und jetzt sind wir wahrscheinlich in seinem Bann und stehen in Wirklichkeit vor ihm und er frisst uns jeden Moment. Was machen wir dagegen? Ja, ich weiß es nicht mehr. Was haben wir denn noch in unserem Repertoire? Ich könnte Magie aufheben versuchen. Nee, Magie aufheben ist es auch nicht. Ah, wisst ihr was? Ich kann einfach meine Psyche heilen. Das vielleicht, das ist, glaube ich, wirklich das Rätselslösung. Ha, oder auch nicht. Ich dachte, das wär's. Nee, ziemlich. Doch, das war's. Okay, Psyche heilen war's. Ah, wartet, man kann auch, glaube ich, schleichen. Das ist was, das benutzt man eigentlich nie. Aber ich glaube, hier brauchen wir es leider. Okay, alles klar. Ich hab's. Lief aber nur sehr wenig. Schön, dich mal live zu erwischen. Ich feiere momentan deine Fallout 2 LPs sehr. Ah, danke schön, das freut mich. Bald! Kommen ja wieder, na, da kommt der zweite Durchlauf quasi. Okay. Vorsichtig jetzt. Langsam schleichen. Und dann kommen wir da. Nein. Langsam schleichen. Die Schleichanimation ist auch ein bisschen wack. Okay, jetzt sind wir durch. Auch wenn ich immer noch nicht verstehe, warum Mentorocks Tentaklots irgendwie angreifen. Wir sind doch hier quasi der Warrior of Light. Wir kämpfen doch quasi für Mentorock oder so. Ich habe das nie so ganz verstanden. Auch warum uns die Mentorock-Zombies überhaupt angreifen. Wir sind doch quasi in der Familie. Keine Ahnung. Okay, wir sind halb durch. Wir müssen Ulyeth beschwören, weil der ist der natürliche Feind von unserem Hauptantagonisten.
Irgendwo schreit noch einer rum. Ist da oben noch einer? Nee. Hallo, Trapper. Wo bist du? Ah, da. Ah, an den kommen wir jetzt ganz schlecht ran. Der wird uns vielleicht wegwarpen. Nee. So, war das das Rätsels Lösung? Alle Trapper töten? Anscheinend. Oder ich hätte es nicht mal machen sollen. Wie auch immer. Ja, wie schon gesagt, ne? Ich finde leider wirklich, das Ende ist die Schwäche von Eternal Darkness, so gern ich das Spiel mag. Aber das fühlt sich einfach wirklich gerade an wie so ein bisschen. Wie so ein bisschen Spielzeitstrecken, ne? Dass man jetzt einfach 100 so winzige kleine Mini-Rätselchen machen muss, damit man weiterkommt. Naja. Aber ich finde das Kapitel mit dem Onkel viel schlimmer. Ich finde, ihr Kapitel ist besser als das von ihrem Onkel vorher. Weil der hat halt wirklich in jedem Raum Kämpfe, statt eben so schöne Rätsel. Also teilweise schöne Rätsel. Oh, unsichtbare Trapper. Dammit. Theorie gehört, Elder Scrolls, Fallout und Starfield spielen im gleichen Universum. So Theorien sind natürlich immer beliebt, ne? Aber ich schätze mal, das ist eher eine schöne Fantheorie, aber halt nicht Kanon. Aber ich mag so Theorien auch immer gern. Ich finde es vor allem immer schön, wenn man sich da sowas zusammenspinnen kann. Es macht ja vor allem bei Resident Evil und Elder Scrolls, da kennt man die Theorie ja schon. Da gibt es ja tatsächlich so viele Easter Eggs und Bezugspunkte, wie das Nierenwurz und so weiter. Da kann man sich das immer schön zusammenspinnen. Wie Starfield da reinpasst, kenne ich tatsächlich noch nicht. Spielt Starfield vor Fallout oder danach? Könnte nämlich beides. Naja, vorher wird schwierig. Es gab zwar schon fortschrittliche Raumfahrt, aber so krass auch wieder nicht. Aber theoretisch, wie crazy wäre das, wenn das vorher spielt und die Enklave in Wirklichkeit schon voll den Weltraum zivilisiert hat und man weiß gar nichts davon. Geheimes Vorkriegsprojekt. Und ganz viele Generationsschiffe sind quasi während Fallout unterwegs gewesen schon zu anderen Planeten. Aber dann müsste es wahrscheinlich doch, dann ist es quasi vor Fallout gestartet, die Story von Starfield, aber spielt im Grunde dann nach Fallout erst. So ungefähr. Ja. Okay. Moment mal, ich hab, glaube ich, den falschen Weg genommen. Moment mal, es gibt nur den einen Weg. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Vielleicht muss ich doch Richtung Kamera laufen. Kann schon sein. Ja, muss ich. Hallo, Dech. Was geht? Oh nein, wir haben keine Ausdauer mehr, aber die Flunzerl halten schon noch durch. Gerade so. Okay. Wir haben es fast geschafft, Leute. Durchhalten. Nur noch drei, oder? Ja, das und dann noch zwei. Okay, Achtung, jetzt muss ich wieder kurz über... Nee, das ist wieder Power. Beim nächsten müssen wir kurz überlegen. Woltek hat in Wahrheit die Bomben fallen lassen, um ihr Starfield-Weltraumprojekt zu vertuschen. Also ursprünglich war ja wirklich die geplante Story von Fallout 3, dass die Enklave ein Weltraumprogramm hat. Und die wollten quasi im Grunde die Erde zerstören und mit Kolonieschiffen aber dann andere Planeten besiedeln oder so.
Und die ganzen Walls, das war eigentlich ganz cool von der ursprünglichen Story her, alle Walls hatten in Wirklichkeit den Sinn, und das macht halt voll Sinn, wenn man drüber nachdenkt, dass Langzeitexperimente für Kolonieschiffe, für Langzeitreisen im Weltall erprobt werden. Dass man eben gucken kann, wie verhalten sich Menschen, die auf engstem Raum über mehrere Generationen hinweg in Metallkapseln eingeschlossen sind. Und das ist eigentlich eine Superstory, weil das macht halt so viel Sinn. Da würden die ganzen Vault-Experimente halt wirklich... Moment, welche Farbe haben wir? Blau. Na, ihr wisst schon. Finde ich eine sehr schöne... Sehr schöne... Story. Die es aber leider nie gegeben hat. Oh, das war effektiver, als ich dachte. Ich dachte, ich muss jetzt so einen Angriffszauber bei jeder einzelnen Säule machen. Moment mal. Hä? Jetzt bin ich verwirrt, aber ich versuch mal was. Oh, das hat auch nicht funktioniert. Hä? Ich verstehe das Rätsel hier, glaube ich, nicht. Muss ich ihn stärker machen? Ist das das Rätsels Lösung? Vielleicht. Ich laufe mal rum und mache einen stärkeren. Ach echt? Darüber hast du bestimmt ein Video. Oh, möglich? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher. Wenn man so viele Jahre Lore-Videos macht, weiß ich es wirklich nicht mehr. Ja, es war einfach nur, ich musste einfach nur den blöden Zauber stärker machen. Ein bisschen dauert's noch. Puzzles. Aber wir sind kurz vorm Schluss tatsächlich. Noch zwei so kleine Mini-Rätsel und Schalter. Und dann kommt ein Bosskampf, den ich, wie gesagt, nie so ganz verstanden habe. Apropos, ich speichere mal kurz. Ich muss nämlich auch schon auf Toilette. Ich muss auch jetzt hier. Wir müssen mal fertig werden hier. Ich such mal, und wenn du keins hast, wäre das voll interessantes Thema. Das stimmt, das stimmt. Ich habe das definitiv schon öfter erwähnt, aber ob ich wirklich nie, ich glaube, ich habe noch nie wirklich ein dediziertes Video zu dem Thema gemacht. Nee. Aber die Story macht halt voll Sinn, ne? Die verbindet halt alles super miteinander. Wie erklärt man wen, der Fallout nicht kennt, die Enklave? Schattenregierung der USA, die im Hintergrund die Fäden zieht und alles orchestriert hat und eine neue USA aufbauen will und alles Alte kaputt machen will. Oder Murica, das ist auch gut, ja genau. USA! USA! Das ist auch eine gute Erklärung. Passt auf, wir brauchen Summon. Summon Creature, das müsste stimmen. Ich habe mal eine Frage zur Fallout-Serie. Was für eine Droge nehmen die Ghule ein? Das ist eine Frage, die kann ich dir nicht beantworten, weil die Serie leider nicht beantwortet. Das ist auch wirklich ein großes Rätsel. Redaway oder Redsex kann es nicht sein, weil es wird über einen Inhalator eingenommen, so wie Chat. Ja, das wissen wir nicht. Meine Theorie ist, also wenn man so ein bisschen mit Fallout-Lore-Logik an die Sache rangeht, dann hätte ich gesagt, dass das ein Mittel ist, das die NCA entwickelt hat, weil die hatten ja durchaus auch einfach Ghoul-Bürger, dass die das entwickelt haben, um Verwandlungen im wilde Ghule bei besonders alten Ghulen oder schwer verstrahlten Ghulen zu verhindern. Und dieses Mittel existiert halt jetzt noch, obwohl die NCA geschwächt ist, aber irgendwann wird das ein Ende haben. Oder, und das wäre die blöde Antwort,
die Serie hat, wie Ghule funktionieren, einfach komplett umgeschrieben und irgendwas dazu erfunden. Und das wär schade. Aber ja, da kann man nur spekulieren. Ich bin gespannt, ob uns da zukünftige Staffeln eine Antwort liefern. Wär spannend. Ich habe meine Schwester gesagt, dass das die Bösen sind. Das ist auch eine gute Erklärung. Das ist auch eine gute Erklärung. Das ist nicht falsch. Okay. Letztes Portal. Power. Wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, kommt jetzt eine schöne Cutscene. Okay, soweit so gut. Ja. Wir haben alles richtig gemacht. Okay. Dann wird jetzt nochmal gespeichert, weil jetzt wird's ernst. Save. Memory Card A. Safen. Und let's go. Nix wie weg hier. Auf ins Finale. Ein letztes Rätsel haben wir jetzt noch vor uns. Ach, die versperren mir den Weg. Okay, muss ich einfach nur Gedankenkontrolle anwenden. Es gibt schon das Zaubersystem in dem Spiel, finde ich schon sehr cool. Der wird jetzt wahrscheinlich von seinen beiden Buddies ziemlich schnell kaputt gemacht, der eine, den ich da übernommen habe. Wow, Turbo gekillt. Aber dann übernehme ich einfach noch ein. So nämlich. Ja, Frank, das verstehe ich auch nicht, ganz ehrlich. Ich muss da wirklich mal ein Video machen über die Fehler oder komischen Darstellungen in der Serie. Weil da gibt es ein paar Sachen, auch lore-technisch, die irgendwie schwierig sind. Da kann man viel zusammenfassen. Und unter anderem finde ich das auch komisch, warum die mit so einer Raider-Gang diese Vault überfällt. Und sind diese Raider, gehören die zur NCA? Waren die NCA-Leute? Und hä? Oder woher hat die eine Raider-Gruppe? Und aber oben bei dem Planetarium da, das sind dann schon NCA-Leute. Das sind keine Raider. Aber warum ist sie da mit einer Raider-Gruppe in der Vault und so? Das ist alles so weird. Weil wie NCA-Leute wirken die nun wirklich nicht. Habe ich auch nicht gecheckt. Aber vielleicht hat sie halt einfach eine Raider-Gruppe engagiert für diesen Vault-Infiltrations-Gig und nicht ihre NCA-Truppen, aus welchem Grund auch immer. Ich verstehe es auch nicht. Ist schon komisch, finde ich auch. Hallo, Carter. Hallo, Katerchen. Ja, punch das Mikrofon. Hallo. Kater, ich muss Eternal Darkness durchspielen. Du hast sicher Verständnis. Bitte nicht auf die Tastatur treten. Hallo, Stefan. Das ist immer der... Das ist so der ultimative Schwierigkeitsgrad, den kennen nur Katzenbesitzer. Ne? Zocken und gleichzeitig Katze streicheln, die auf einem rumklettert, weil sie Aufmerksamkeit will. Jaha. Ich muss hier Türen öffnen, Kater, sonst sterben wir. Okay. Es wird Zeit, nochmals zu speichern. Katze streicheln, das stimmt.
Ja, und dann noch streamen gleichzeitig und Chat lesen und so weiter, ne? Das ist wirklich Multitasking ohne Ende. Bevor du weitergehst, möchtest du speichern? Habe ich zwar gerade gemacht, aber du hast schon recht, speichern wir ein drittes Mal. Dreimal hält doppelt so gut besser wie einmal. Also 150% oder so. 300% sogar. Whatever. Endgame. Endkampf. Carter, bist du bereit? Ich auch nicht. Miss Rivers, you're just in time. The summoning spell I began 2000 years ago is finally complete. You will now have the honor of ja, Spiel gleich zu Ende. Morsel for my lord Chaturga. An appetizer for the banquet your race shall provide. You forget what it means to be human, Pius. The human race will never go quietly into the darkness. For as long as you have spent summoning your lord, people have struggled against you. Now, thanks to their efforts, I have three of the ancient's essences. Now, Pius, this is the end. This is the end. My the sweetest end Pius, the end. So, und jetzt hat Pius seinen 2000 Jahre langen oder länger verfolgten Plan vollendet und er kann seinen ultimativen Super-Cthulhu-Gott beschwören. Gegen die Tentakel der Tiefe hätten die alle natürlich nichts zu bieten, aber ja. Aber wir haben alles vorbereitet, auch über Jahrtausende hinweg, damit wir Cthulhu beschwören können. Oder warte mal, war das Cthulhu? Ach, wer weiß. Den Blauen. Der hat den Roten und wir haben den Blauen. Das ist so ein bisschen Pokémon-mäßig. Der hat jetzt quasi Glurak in den Kampf geschickt, aber wir haben Turtok. Und insofern, ne, einmal Hydropumpe und das war's. Aber während die jetzt Hydropumpen, müssen wir jetzt noch aus irgendeinem Grund hier unseren kleinen Legionär verhauen. Was, wenn er den Megastein hat? Dammit. Daran habe ich nicht gedacht, tatsächlich. So, die Ahnen erwachen. Elia kommt von den Toten zurück, ein letztes Mal. Damit. Das war ein kurzer Auftritt. Aber sie hat wenigstens einen Schlag getankt, ne? Da ist sie wieder. Anthony ist am Start. Let's go. Und er ist nicht mal zombifiziert. Das ist schön, dass seine Geisterform menschlich geblieben ist, wenigstens. Kareem haut voll daneben. Kareem soll eigentlich der Krieger hier gewesen sein. Naja. Thank you.
Karim, du bist aber auch ein bisschen doof. Der hat so einen blöden Kopfüberschlag, der dauert ewig und ist super zielungenau. So, nächste Runde im Kampf der Giganten. Es sieht wirklich aus wie ein Pokémon-Kampf, ne? Feuersturm! Es ist nicht sehr effektiv. Hi Retro, was geht? Er ist schon mein Lieblingscharakter hier, Maximilian. Au. Auf dem Hintern. Au. So. Das geht jetzt ein bisschen so weiter, aber wir haben es dann gleich geschafft. Ich hoffe nur, dass uns nicht die Ausdauer ausgeht. Ich weiß gar nicht mehr. Au! Leider schmeckt sie mir jetzt sehr lahmarschig. Aber er ist schon da, er ist schon der Beste. Nein! So nutzlos wie er ist, ne? Au, 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 au. Schön langsam wird's gefährlich hier. Ich muss bei nächster Gelegenheit, glaube ich, mal einen Heilzauber auf sie wirken. Ach, da oben ist das Symbol. Wartet mal, ich muss ihn gar nicht hauen. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Shit, Leute, das ist nicht gut. Oh, damn it. Das ist wirklich gemein. Ja, scheiße. Nochmal. Wie gesagt, ich finde den Kampf krass. Der dauert einfach ewig, ne? Und man hat kaum Zeit, Zauber zu wirken. Schutzschild bringt auch nichts, weil das macht einem auf einen Schlag weg. I spit at thee. The darkness shall be eternal. Kriegen wir wenigstens das schlechte Ende auch zu sehen. Mit seinen kleinen Blitzis. Tja, und so endet die Menschheit. Jaha, ich hab's verstanden. Lass uns jetzt nicht länger drüber reden, Spiel. Ich will neu laden. Aber jetzt kriegen wir es hin. Das war jetzt wirklich eine saublöde Situation, in die wir da gestolpert sind. Das kommt vor. Aber wir haben es gleich geschafft. Ich hoffe, es dauert keine 30 Minuten mehr, aber schauen wir mal. Okay, los geht's. Tod den Tyrannen. Jetzt muss ich mal... Nein, wir müssen die Cutscene nochmal anschauen. Oh Gott, das ist wahrscheinlich wirklich das Gemeinste an der ganzen Sache, dass ich die nicht skippen kann. Oh, das ist die schlimmste Strafe ever. Kennst du dich mit H.P. Lovecraft-Geschichten aus? Ein bisschen. Ich bin da jetzt kein Experte oder so, aber ich mag die... Und habe viel davon gelesen oder als Hörbücher gehört oder so, also, ja. Pius. Der heißt einfach Kuchenarsch. Der Pius. Finde ich gut. Okay, Kuchenarsch. Beschwör dein Pokémon. Du bist dran, Kachurga! Dass man das echt nicht skippen kann, um Gottes Willen. Finde ich wirklich gemein. Das wäre ein gutes Emoji, als das Tod den Tyrannen einfach so als Abkürzung.
Ja, ja, den Kampf kriegen wir schon hin. Der ist nicht so schwer jetzt. Das war wirklich eine blöde Situation. Aber dass wir jetzt ernsthaft die ganze Cutscene uns nochmal angucken müssen, das ist wirklich Qual gerade für mich. Ich hasse sowas. Wiederholung ist für mich das Schlimmste überhaupt. Kann ich die empfehlen? Mei, was soll ich sagen? Die sind alt, ne? Die sind auch alt geschrieben, das merkt man. Die haben einen ungewöhnlichen Spannungsbogen für moderne Geschichten. Aber die sind cool irgendwie. Ich finde die historisch interessant und ich finde dieses Feeling so ein bisschen, finde ich auch ganz schön. Ja, nee, nee, so lange lädt das normalerweise nicht. Die ganze Cutscene brauchen die eigentlich nicht als Ladebildschirm. Okay, jetzt aber ernst. Kann ich vielleicht eigentlich auch Schusswaffen benutzen? Nee, genau, da sagt er... Your puny little guns oder sowas in der Art. Warte mal, vielleicht kann ich aber eine magische Attacke machen. Nee, ist einfach ein Schritt zur Seite gegangen. Doof. Ja, und der kann halt einfach, weil, wisst ihr, meine Magie sofort auflösen. Also da kann man nicht viel machen. Das Einzige, was ich, glaube ich, machen sollte öfter, sind kleine Heilzauber im Grunde. Sehr viel mehr habe ich nicht. Jo, bis dann. Die Musik ist, finde ich, auch super unpassend eigentlich, ne? Gemein, dass der einem immer noch eine mitgibt. Okay. Passt schon. Wir gehen in den Geistermodus. Ja, aber der Feuerwehrmann lebt noch. Der ist der Einzige, der tatsächlich überlebt hat, ne? Der ist nämlich auch nicht bei den Geistern dabei. Vielleicht haben die wirklich dann einen zweiten Teil mit der Figur geplant. Sollte ich versuchen, dass die Geister möglichst den Angriff von ihm tanken. Damit sie dann das Herz hauen kann. Das ist tatsächlich eine ziemlich gute Möglichkeit. Na, fast. Nein, komm jetzt. Hau drauf. Jetzt bin ich leider Alex, ne? Shit. Okay. Ich habe das Gefühl, ich habe eine gute Strategie rausgefunden. Oh nein, und wir haben keine Ausdauer mehr. Da hilft einem die beste Strategie nichts. Ohne Ausdauer ist man am Arsch. Ich muss jetzt mal einen kleinen Heilzauber reinwerfen, wenn es irgendwie geht. Wir haben das unter Kontrolle. Wir schaffen das. Wir müssen nur an uns glauben und an die Macht und überhaupt an alles und so. Hauptsache irgendwie an irgendwas glauben. Recover, kleine Heilung schnell mal reinwerfen in den Ring. So, schon besser. Jawohl. Jetzt sind wir wieder der lahmarschige Opa, Uropa. Oh.
Okay. Ich glaube, ich habe den Dreh raus. Jetzt habe ich es wahrscheinlich verschrien und es wird gleich alles katastrophal scheitern. Aber wir kriegen das hin. Kingdom Hearts kenne ich natürlich, aber ich habe nie einen Teil durchgespielt und ich habe keine Ahnung, was überhaupt los ist zur Hölle in der Reihe. Keine Ahnung. Aber ich kenne es natürlich. Okay. Ich glaube, es ist noch nicht vorbei, aber das war ein wichtiger Sieg. Die Qualle kann nämlich Portale eröffnen. Und mit den Portalen wird jetzt hier unser Glurak zerschnibbelt. Und jetzt hat unser Pius hier nicht mehr das Artefakt, das ihn schützt. Jetzt ist er verwundbar. Hast du dich gerade genau an den gleichen Platz wieder teleportiert, wo du gerade warst, Pius? Kann das sein? Das war mal die unnötigste Teleportation ever. Ich sag's dir nur ungern, aber... Oh, dammit, der hat uns getroffen. Oh, shit, nein, jetzt sind wir wieder in einer ganz blöden Situation. Bitte, bitte jetzt nicht sterben. Oh Gott, Leute, das ist so scheiße. Wenn wir in diesem Hink-Modus sind, ne? Ah, shit. Okay. Ich muss aber gleich noch einen Heilzauber machen. Oh Gott, das wäre so... das wäre beinahe schon wieder voll schief gegangen. Das geht so schnell. Weil das ist so gemein, wenn man nur noch ein Drittel der Energie hat oder so, geht man in diesen Hink, in diese Hink-Animation und dann ist man so lahmarschig, dass man nicht mehr wirklich vor ihm fliehen kann. Und dann hat man echt ein Problem. Ich war zu übermütig. Ich wollte während der Zauber zu viel Schaden reinhauen. Ich muss ein bisschen vorsichtiger sein, was das angeht. Okay, wir brauchen ein bisschen Ausdauer, ein bisschen Verschnaufen. Shit, hat nicht geklappt. Okay, ganz kurz der Recover-Zauber, komm. Nervig, oder? So nervig, der Bosskampf. So nervig. Aber wir schaffen das jetzt. Er hinkt schon. Jetzt ist er in der Hink-Animation. Sehr gut. Jetzt ist er in der Hink-Animation. Ich mach mal ein bisschen... Ich lauf mal ein bisschen in seine Falle. Hagen Norris, dankeschön. Vielen Dank. Hagen-Norris ist jetzt ein Bird Rider. Danke, Hagen Norris, für dein... zusammen. Lanz Kulanzquit. Dir auch Hallöchen. Für den moralischen Unterstützungs-Sub gerade.
cool bleiben. Ganz cool bleiben, dann kriegen wir das schon hin. Nein, das ist das Gegenteil von cool bleiben. Das war das Dümmste überhaupt. Oh Gott. Come on. Kampf der halbtoten Giganten. Wisst ihr was? Ich weiß nicht. Ah, jetzt hat er angefangen zu zaubern. Ja, wartet mal. Ich versuch was. Eine kleine magische Attacke zwischendurch. Habt ihr gehört? Er hat geschrien. Hat ihm nicht gefallen. Na Gott sei Dank. Dazu. Ich hab den einfach gemampft. Jetzt haben wir halt ein Problem, ne? Wir haben gerade irgendwie einen bösen Gott in die Welt beschworen. Das ist natürlich auch nicht optimal. Wir sind zwar jetzt den einen bösen Gott losgeworden, aber jetzt haben wir den anderen. Ja, der Kampf ist furchtbar nervig. Wirklich das Lowlight dieses eigentlich sehr guten Spiels. No. My death. It's just the beginning. Für uns nicht. Wie gesagt, eigentlich muss man es dreimal durchspielen, dann hat Pius recht, dass sein Tod erst der Anfang ist. Vielleicht soll das auch ein Hinweis auf den zweiten Teil sein, wer weiß. Aber für uns ist jetzt das Ende. Pius lügt uns an. What have I done? Alles nicht so schlimm. Jetzt kommt der Opa und repariert alles. Quickly, Alex! We must find this creature! It cannot be allowed to remain in this universe! Weil er verändert jetzt den Rufenzauber und wir machen aus dem Rufenzauber einen Wegscheuchzauber. Good heavens, no. Nee, machen wir doch nicht. Vergesst, was ich gesagt habe. Dann machen wir eben einen Project-Zauber. Ignore that one either. Come on, Edward. It hasn't been that long. Ja, dann mache ich jetzt einfach Trial and Error, weil ich weiß nicht, was er will. Aha, das machen wir. Das machen wir jetzt. Eigentlich sollte man das Spiel dreimal durchspielen fürs wahre Ende. Wir haben jetzt quasi den roten Gott besiegt, jetzt müssten wir aber noch den blauen und den grünen besiegen. Und dann haben wir es wirklich durchgespielt. Aber das machen wir nicht mehr. So gern ich das Spiel mag, einmal alle paar Jahre durchspielen reicht. The ancient plans are finished. For now at least. You have proved to be an incredibly courageous young woman. Your mother and father would have been proud of you. Just as I am. I'm sorry it had to be like this. It's not quite the inheritance I had in mind for you. But there was so little time. And so much to do. Goodbye, Alex. I will miss you. Ja, im wahren Ende sind dann einfach alle drei besiegt, ne? Und die Menschheit ist gerettet. This ancient could lay the world to ruin just as easily as Pius would have. And yet, as quickly as it began, it ended. To think that once I could not see beyond the veil of reality, to see those who dwell behind. I was once a fool.
merkt ihr, was das Spiel hier gemacht hat? Alex beendet quasi das Spiel und das Buch mit denselben Worten, mit denen Pius das erste Kapitel eröffnet hat. Ne? Ne? Sehr schön. Genau. Wir haben die Dunkelheit besiegt, aber die Menschheitsära, die neu beginnt, muss bla bla bla, was weiß ich. Hier, wir sollten speichern und dann nochmal durchspielen, aber wie gesagt. Nee. Okay. Das war Eternal Darkness. Immer noch eines meiner Lieblings-Horrorspiele, auch wenn es natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Und wie gesagt, das letzte Drittel. Der Sound hat mich. Bei welchem Spiel war das? Da hat mich der Sound so verwirrt. Was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Auch wenn es ein bisschen in die Jahre gekommen ist mittlerweile, natürlich. Und wenn das letzte Drittel leider echt nicht so gut ist wie die ersten zwei Drittel. Aber insgesamt immer noch ein tolles Spiel. Ich mag es wirklich gerne. Aber jetzt ist es zu Ende. Und ich muss ganz, ganz dringend auf die Toilette. Deswegen klinke ich mich jetzt mal schnell aus und lasse die Credits kurz durchlaufen. Und wenn ich wiederkomme, machen wir Resident Evil an. Und dann Fallout. Ich weiß nicht, wie lange wir Resident Evil spielen. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht auch Resident Evil durchspielen. Da hätten wir auch nicht mehr viel, ne? Naja, wie dem auch sei, ich bin gleich wieder da. Moment. So, da komme ich ja genau pünktlich. Nice. Okay, Leute. Eternal Darkness beendet. Yay. Wartet mal kurz. Ich glaube, dafür habe ich einen Knopf. Hallo? Das war nicht. Hallo? Nee. Nee.
Eternal Darkness. Abgeschlossen. Nice. So. Sehr cool. Dann, meine sehr verehrten Bird Riders da draußen, machen wir jetzt ganz kurze Pause. Nur damit ich mir schnell ein neues Getränk holen kann. Und ich stecke nur um von Eternal Darkness auf PlayStation. Und dann geht's los. Ich bin in ein paar Minuten wieder da. Sagen wir maximal 5 Minuten. Bis gleich.